Monkey Island haben sie dann eine 32-Farb-Version gemacht, aber hier ist geh es, dann nochmal da in das Dorf, oder? Jetzt wollen wir mal öffnen, habe ich jetzt... Außerdem war da ein Zelt, was halb verschlossen war. Das können wir vielleicht noch öffnen. Probieren wir es. Ich bin immer wieder am Doppelklicken, aber es funktioniert nicht. Also, ich bin beschleunigt. So nicht. So, aber wir müssten es anklicken können. Ja. So, jetzt wolltest du die Tücher öffnen quasi. Ja, würde ich mal probieren. Und zwar die da? Entweder die oder die auf dem Boden. Öffnen ist ECED. Nee. Der Spruch wirkt nicht auf die Wolle. Okay, aber die Tücher vielleicht hinten im Korb? Die da? Mhm. Nee. War ein Versuch. Oh. Also definitiv kein Speedrun hier. Mhm. So, dann gehen wir doch jetzt nochmal zu dem Friedhof. Ja. Gräber öffnen. Zum Beispiel. Wo gibt's was, was man aufmachen kann? Auf dem Friedhof. Ja. Naja, nachdem ja alle anderen weg sind. Jetzt hast du natürlich das Blatt an den Baum runtergeschmissen. Das hätten wir grün färben können. Hm. Ja. Das werden wir wohl nie herausfinden. Gerade noch eine andere Idee. Das will ich jetzt erstmal ausprobieren. Dann lehne ich mich mal zurück. Ich muss etwas näher heran, Dennis. Da muss ich wohl erst etwas näher ran. Tja. Jetzt dachte ich, wir könnten den Himmel öffnen und hinterherfliegen. Genau. Die anderen konnten das. Ja, da war was. Ah, ein Astloch. Baumloch. Loch, Lochbaum. Noch ein Baum. Ein Loch. Da ist ja eine Eule drin. C. Ah, klick mal auf die anderen Löcher. C. C. Ist noch eine Eule. CD. Noch eine Eule. Hier muss ein Nest sein. CD. D. Dieses Loch ist leer. Es fehlt einer. CD. D. Sind das zwei Löcher da? Die ist noch da. CD. D. Ich glaube nicht, dass ich das richtig gesponnen habe. Vielleicht müssen wir erst die andere Eule dazu holen. Ah, da war noch eine Eule. Keine Ahnung. Da war noch da eine ist doch eine Eule. Genau. Pick die nochmal an. Oh, die ist die süß. Schläft tief und fest. Dann mach doch mal öffnen. ECED. Die arme Eule. Ich dachte jetzt an die Augen. Was willst du hier öffnen? Nee. Grillen? CD, CD. Dann lass uns doch mal mit den Gräbern da fertig machen. Vielleicht die Bodenplatten. Da. Da ist was Stacheliges. Gestrüpp. Gestrüpp. Aua. Ein Karnickel. Und die Eule.
Aha. Armes kleines Ding. Dann klicke doch mal hinten auf die... Auf das letzte Loch. Jetzt sind wohl alle Löcher voll. C, D, D, C. Sag ich doch. C, D, D, C. Der Spruch wirkt nicht auf das Loch. Das Wichtige ist ja wirklich aufs Loch. Also die Betonung ist da nicht sozusagen, dass der Spruch nicht wirkt, sondern dass der Punkt, an dem man das ausspricht, falsch ist. Ja, nur was macht der? Hat irgendwas mit Eulen? Irgendwas mit Eulen zu tun. Da war noch was, da war noch was. Da ist ein Grabstein. Im Gedenken an Lady Zückner Threadbare. Also Mama. 7983 bis 8004. Ein Schicksalsblitz zieht durch den Himmel. Sein Donner hallt weit übers Meer. Bis zu dem Platz, an dem ich warte. Dem See der Wunder und der Seelen. Am Tag, da sich der Himmel öffnet und der Baum gespalten wird. Okay. Am Tag, da sich der Himmel öffnet. Gräber öffnen. Das sollte ich besser nicht probieren. Zombies erschaffen. Ach. Gut, wollen wir das Gestrüpp öffnen? Ja. Ich glaube, Gestrüpp war nur fürs Karnickel. So offen wie ein Gestrüpp nur sein kann. Das andere war aber CD. Färben. CDDC. CDDC. Ist mir noch nicht klar, was der macht. Eule, Dennis. Eule. Eule. Ja. Und wir suchen immer noch einen Punkt, wie wir in der Dunkelheit sehen können. Okay, das könnte man natürlich mal probieren, mit der Finsternis zu benutzen. Mhm. Würde ich zumindest jetzt mal vermuten. Ist ja ein Ansatz. Mhm. Dennis, hattest du hier nicht irgendwie so Nüsschenknabberzeug noch rumfliegen? Da rechts hinten. Bin mal kurz weg. Jetzt mal Hagens mal kurz Nüsschen holen. Sind die noch original verschlossen? Nee, die habe ich schon mal geöffnet. Wollte schon sagen. Weil ich bin jetzt also im Nüsschenknabber-Modus hier. Du kannst ja so schön spielen. So ein bisschen so Popcorn bräuchten wir noch. Mhm, das ist eine Schüssel. Beim nächsten Mal, Hagen. Wir arbeiten daran. So, da war die Dunkelheit. Mhm. Ja. Dunkelheit. So, CDDC. Ja. Ah. Okay, also das ist Licht. Oder Sehen. Na, sieh mal. Da ist Stroh, da ist Gold. Da ist ein Spinnrad. Aus Stroh Gold machen gibt es den Spruch, habe ich vorhin gesehen im Buch. Der Haufen wurde noch nicht versponnen. Das alte Spinnrad quietscht ganz schön. D, 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 E. Okay. Spinnen wir doch mal das Stroh zu Gold. Mhm. D, 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 E. Ja. Chaka!
haben wir Gold. Der Haufen ist versponnen. Was macht man damit? Nix. Nix. Aber wir können jetzt den Spruch. Wir könnten das Gestrüpp verzaubern. In Gold. Eventuell. Okay. Aber ich gehe erstmal nochmal zum Hafen. Vielleicht ist da jetzt die Muschel ausgefressen. Denkbar. Ich finde das so schön, wie da blinkt es ein bisschen. Da ich finde die so Grafik, Rauch. Also es ist jetzt nicht wunderschön, aber ich finde sie eingängig. Jetzt ist sie leer. Also sie ist sehr liebevoll gemacht auf jeden Fall. Mhm. Sieht aus, als sei das Frühstück vorbei. Ja. War das nochmal zum Üben oder wie? Warte mal, schließen. Das war DECE. Und zu. Die ist fest verschlossen. Die war zum Üben. Anscheinend, ja. Immer die gleichen. Ja. Gibt's noch irgendwas? Nee. Dann gehen wir nochmal zu den Dornen. Ja. Ich wüsste jetzt auch nicht, wo man sonst noch hin sollte. Du könntest den Himmel noch mal mit Dunkelsicht belegen. Könnte mal probieren. Und wir wissen noch immer nicht, was CD ist. Das, was der Kessel gemacht hat? Ja. Also Himmel. Das war CDDC. Haben wir im Himmel kann wir ich nichts machen. Wir müssen zum Baum. Da waren wir noch nicht. Der ist höher. Ach so. Ah. Stimmt, der hat vorhin gesagt, vom Baum her konnte man es besser sehen. Und wenn der Baum durch einen Blitz geteilt wird oder bla bla bla. Mhm. Du musst also wirklich drüber klicken. Also drüber fahren geht nicht, um rauszufinden, welche Gegenstände relevant sind. Man muss klicken, ja. So, Himmel. Also wir hatten CDDC. Hat nicht geklappt. Was soll's, die Dämmerung ist eh gleich da. Das wäre aber der richtige Spruch gewesen. Dann machen wir mal öffnen. Ja, ECED. Das hat was gemacht. Fump. Da wurde der Baum getroffen. Und wird losgeschwemmt. Also unser Schiff. Also jedenfalls wird er jetzt gerade zum Steg. Mhm. Und nochmal für, damit man es auch wirklich verstanden hat. Tja. Ist jetzt alles vorbei?
dann würde ich mal sagen, dann verlassen wir doch mal die Insel. Sonst haben wir alles gemacht, oder? Wir haben noch nicht versucht, das Gestrüpp zu Gold zu weben, aber ich glaube nicht, dass das funktioniert. So. Dann gucken wir uns den doch mal an. Kannst du mir nicht draufklicken, oder? Läuft noch. Ist jetzt halt etwas langsam, weil noch, weil er jetzt noch den Baum bewegen muss. Also natürlich kann er nicht da lang gehen, sondern er muss hoch über und dann runter hüpfen. Ja, ja. Ja. Spuckt Wasser aus. Ich finde ja, seine blauen Augen kommen gar nicht richtig zur Geltung. So, dann auf geht's. Dann nimm doch mal dein Ruder-Stab-Paddel-Dings. Ja, paddel doch. Ja, wo ist er denn? Ach, da ist er. Hose. Dennis, das ist ein Hurrikan. Und der Dennis rudert direkt rein. Ja, so ist. Ja, ja. Ja, no risk, no fun. Da will ich nicht näher ran. So, können wir die, wollen wir die... Mach doch mal CD, CD bitte. Das war aufhellen. Nee, das war kochen. CD. Ich weiß immer noch nicht, was es macht. Nee. Nee. Dann hätten wir Goldspinnen, Dunkelsicht oder Färben. Oder schließen. Oder schließen. E, C. G, E, D. D. Das war jetzt aber öffnen. Ja, du hast ja auch mit E angefangen. Ja, konnte ich, weil du die Hand davor hast. Ich konnte es nicht lesen. Und was soll denn, was du machen willst? D, E, C, E. Kannst auch sagen, leg den Zettel mal in die Mitte. Oder halt nicht die ganze Zeit die Hand davor. In der Schule, weißt du? Nicht, dass ich noch abschreibe. Ja, ja. Ich muss da mal in die Hand davor legen. A. F. F. D. D. E. Wow, hör diesen Wind an. Das ist, ich würde mal sagen, verwirbeln. Hm? Ich habe mal Wind hingeschrieben. Ja. Gut, da können wir irgendwie nichts machen. Müssen wir vielleicht nochmal zurück und erst noch eine andere Note lernen. Kannst du außen rum? Nee.
also diese wilden Ruderbewegungen, die man nur über den Schatten sieht. Mhm. So, da sind wir wieder. Was denn jetzt? Du bist schon wieder reingesprungen. Wollte ich doch gar nicht. Da will ich doch hin. Tja. Dann gehe ich jetzt noch mal zu den Dornen. Also es gibt ja jetzt nicht beliebig viele Sachen, mit denen man interagieren kann, aber man braucht ein bisschen mehr Fantasie. Ja, mit mehr als wir gerade in dieser Sekunde haben, offensichtlich. Immer zur Zeit. Und damit entwirren wir die Windhose. Das wird auch cool. Schwupp, weg ist sie.